Noch gleicht Bernburgs Museum im Schloss einer Großbaustelle. Doch so langsam nimmt das Innere Form an. Auch die neue Hofstube, in der der Eingang entstehen soll. Dort lohnt sich gerade ein Blick nach oben. Seit ungefähr einem Vierteljahr haben wir hier im Schloss Bernburg die historischen Deckenputze der Bauzeit konserviert und restauriert. Das ist Putzbestand des 16. Jahrhunderts mit den entsprechenden historischen Fassungen, schwarze Linien, schwarze Deckenbalken zu weiß getünchten Deckenfeldern. Eine für die Zeit sehr typische Gestaltung, die hier die letzten Wochen sehr aufwendig konserviert, restauriert wurde. So soll die Decke künftig aussehen. Um einiges weiter ist man schon auf den beiden Etagen darüber. Dort wird fleißig gepinselt und der Boden ist teilweise auch fertig verlegt. Auf ihm kann man schon den Blick über die Dächer von Bernburg genießen. Viel zu entdecken wird es aber auch 3 Stockwerke tiefer im Keller geben. Dort sollen künftig die in Bernburg gefundenen Dinosaurierspuren zu sehen sein. Eines der optischen Highlights ist der Blick durch die von der Sonne angestrahlten Bleiglasfenster der einzigen Kapelle. Der Rundgang wird mit einem Erinnerungsfoto im blauen Turm enden. Doch bis zur geplanten Eröffnung des Museums in diesem Jahr gibt es noch einiges zu tun.